So, hallihallöchen liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Warcraft 3, Curse of the Forsaken. Wir stehen vor Landa Athel, die Herrin der Blutritter, beziehungsweise Herrin nicht der Blutritter, ist nicht Lady Lyra drin, sondern die Herrin der Sun Nine, Vampirelfen und tote Blutelfen. Und ich würde sagen, wir greifen sie gleich an. Bis dann sie gleich mal. Oh, okay. Ah, okay, jetzt wird hier 3 wurde gerade übernommen von Lanathel. So funktioniert das also einfach. Drei soll man hier, wenn High kann er gar nicht. Okay, jetzt wurde Dings übernommen. Hat Drei wieder sein Abklingzeit? Noch nicht ganz. Sylvanas wurde übernommen. Nicht gut. Ich glaube, das hier ist die echte. Yes! Und? Lanathel ist tot. Und wir haben die nächste. Anführerin des Lichtkönigs besiegt. Damit ist auch das Blutviertel, oder wo wir uns hier befinden, vernichtet. Der nächste Flügel. Habe irgendwie nichts dafür bekommen. Das Blutding hatten wir ja schon vorher mit hier. Ja, wo ist er? Varian? Varian? Da. Dann kriegt er nämlich noch das Eisding. Aha. Okay. Ich schätze mal, nun müssen wir zu Sindaragosa. Wie Raufang und wie heißt der andere? Schade, dass dieses Gebiet hier Todesfürst Sorfang und die beiden Walküren waren. Ich kann es verstehen, aber ich finde Professor Seuchenmord und die beiden die beiden Monstrositäten Modamine und Fauldarm fand ich einfach so gut. Ich fand das so toll. Es hat mir immer so viel Spaß gemacht mit denen. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass die jetzt hier es nicht ins Spiel geschafft haben. Finde ich schade. Einfach. Wir machen es wie gehabt. Wir holen uns die Elite-Krieger von uns. Erst wenn die Bosse wiederkommen. Oh mein Gott, wir rennen natürlich genau rein hier. Wir können es eigentlich mal ein bisschen zurückziehen. Außerhalb der Türme. Dann kann uns Sylvanas auch nochmal heilen. Sylvanas, Jaina meine ich natürlich. Thrall hat so gute Zauber. Das ist so cool mit den ganzen Totems und so. Eigentlich haben alle echt coole Zauber. Lothimar Theron ist halt in dieser Kampagne so ein bisschen unnötig, finde ich. Also es ist Geschmackssache wahrscheinlich. Aber der ist halt echt nicht so krass gerade einfach. Ein schöner Dispel wäre natürlich noch schön. Wir sind natürlich, wir eisen wir gerade unaufhaltbar so ein bisschen. Der eine Boss hat uns echt Probleme gemacht, hier die beiden Walküren. Die ja eigentlich gar nicht in dieser Instanz vorkommen. Die haben uns echt Probleme gemacht. Der Hedas. Der Hedas. On the first time, I'm not gonna lie. Wie geht das Meme? Ihr wisst, welches Meme ich meine. Genau dieses Meme.
finde auch gut, dass Varian ja seinen Charlemagne hat, das Schwert, was er hat, und so oft ein bisschen, ich glaube, dasselbe Skelett hat, Animation-Skelett, wie Arthas mit seinem Schwert. Lothimar Theron sieht, glaube ich, eher, ist, glaube ich, eher ein Dings. Ein Blade Master. Sieht man an die, wie die Schwerter halten. Das ist nur ein ganz normaler Frostblutbezwinger. Fallen wir uns nochmal hier. Es hört sich gerade an, als würden sie im Treppenhaus fegen, obwohl gar nicht Dienstag ist. Nur Dienstag. Wir müssten hier zwei Bosse haben. Einmal nämlich die Frostkönigin Sindragosa und einmal... wie heißt er? Die hat, glaube ich, gar keinen... Diese grüne Drachendame. Sylvanas kann mal hier Leben absaugen. Wird mich gerade ziemlich doll unter Druck genommen. Ich bin der Kriegshäuptling. Stormwind honored as the servant of the Alliance. What joy is there in this? So, jetzt können wir weiter angreifen. Ja, das waren die Frostblutbezwinger. Wahrscheinlich. Wo soll denn der Boss sein? Das ist so spinnenmäßig aus. Hier ist auf jeden Fall ein Boss. Der sieht aber so riesig aus. Du Kacke. Vielleicht gibt es hier nur einen Boss. Das sieht mich sehr nach Sindragosa aus. Vielleicht gibt es die Frau gar nicht hier, diesen grünen Drachen. Ja, so nicht genau. Das hat gar nicht so wirklich in die... Geisel, also in die Eiskunstzitadelle gepasst, diesen grünen Drachen. Der hat er halt gefangen genommen, um daraus wie so einen Frostwurm zu machen, aber okay, jetzt kommen die Nachtelfen hier. Okay, eine Druidenhalle, eine Werkstatt, ein Greifenhorst und noch ein Mondbrunnen. Schön, Mondbrunnen kann man nie genug haben. Ich bin der Kriegshäuptling. Die guten Obsidian-Statuen. Obsidian-Statuen sind für eine untote Armee unglaublich erforderlich zum Heilen und zum Mana regenerieren, weil die können ja nur auf Blight regeneriert werden. Leider gab es die in dieser Kampagne nicht, weil die ja Regenerative Fleisch haben. Okay, hier könnte ich halt Druiden der Klaue, Steam Tanks, Mörsertrupps, Greifenreiter und Hypogreifen, also bauen. Nicht so notwendig. Ich finde schade, dass Varian der einzige ist, der halt keinen Lufteinheiten angreifen kann. Das macht ihn ein bisschen nutzloser als die anderen Helden. Ich will die ganze Eiskunstzitadelle clearen. Vielleicht gibt es ja hier auch noch Leben. Oder sowas. Vor allem, dass auch Lothimar Theron, der ein Kraftheld ist und eigentlich ein Nahkämpfer, genauso viel Leben hat wie Sylvanas, ist schon ein bisschen krank. Genauso wie der gute Varian. Bisschen komisch. Ich glaube, weil es halt in Sylvanas und ihre Verlassenen geht, hier in der Geschichte, ist sie halt so quasi die Main-Heldin und deswegen auch so stark. In Anführungsstrichen. Ich finde ihre Zauber nämlich nicht ganz so geil. Habe ich auch schon mehrmals gesagt. Das sind halt die ganz normalen Zauber, die sie hat, außer das hier, Call of the Queen. Und halt diese Banshee-Form. Die Banshee-Form ist richtig geil. Aber sonst fand ich eigentlich Hochapotheker Putras ein bisschen besser. Ich frage mich gerade, ob ich noch einen Arkan-Golem holen soll. Ich eigentlich mal reichen mir meine zwei Walküren. Hiervon finde ich jetzt nicht so geil. Ein Greifenreiter vielleicht noch, aber sonst... Die können halt heilen und mal der Krale kann uns buffen. Diese Buffer haben uns ja nicht so viel gebracht, habt ihr ja gemerkt. Ich glaube, ich hole mir noch so einen Arkan-Golem. Blood Knight kostet zu viel.
Knochenkrieger auch. Die sind halt echt auch einfach teuer, ne? Windykelle auch 270. Können sie eigentlich gar nichts mehr leisten. Der Arkan-Golem sollte ein bisschen auch tanky sein. Weil ich glaube einfach das Damage, also die hier sind ja auch nicht wirklich die Damage-Maschinen, die sind haben halt ein bisschen mehr Leben und unterstützen uns halt. Und ich glaube halt ganz ehrlich, dass die meiste Damage halt auch wirklich bei den Helden liegt und deswegen wir eigentlich auch ganz gut dabei sind. Okay, scheint hier der einzige Boss zu sein. Bisschen seltsam, dass auf einmal hier nur ein Boss ist. Aber auch cool, dass hier so die Eiskunst-Zitadelle so ein bisschen offen ist. Das war ja im echten, also in der Instanz auch so gewesen. Damit die Frostwürmer sie mal ausrücken können. Hier aus der Luftbasis. Ich wüsste nicht, ob die Banshees übernehmen können. Eindeutig weiß ich es nicht, weil ich keine Einheiten hier habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Banshees einfach dazu da waren, immer um unsere Einheiten zu dezimieren. Ein Glück kämpfen wir nur mit unseren Helden so ein bisschen. Glaube ich hier auch der richtige Weg. Einfach. Okay. Ich würde hier vor dem Bossraum nochmal speichern. Dann speichern wir nochmal. Der Arkan-Golem. Mana Bombe Overlord Spot. Blessings upon you. Yes. Patience. Greetings, friend. What are we if not slaves to this torment? Okay. Es ist die Drachenkönigin. Wir müssen sie da rausschaffen. Eis. Okay. What joy is there in this curse? Spine Stalker. Und Rimfang, das ist hier Raufan. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. I'm trying to think here. Greetings. Okay, Spine Stalker. Irgendwas mit Rückgrat. Hier dürfen wir auch das Eisding bekommen. Den Eischart. Und dann haben wir auch die Waffe für Varian. Vielleicht kann er dann endlich Lufteinheiten angreifen. Ist zwar nicht so sinnvoll gerade, weil ich glaube nicht mehr, dass so viele Lufteinheiten können. Vielleicht beschwört der Lichtkönig wie in der eigentlichen Eiskunst-Zitadelle, also beim Bosskampf gegen ihn, ein paar Frostwürms. Kann ich mir noch vorstellen. Die ist gemutet, die Olle. Yes, meine Valkyrien sind nicht mehr gemutet. Ist ja echt krass, dass sie so stark gemutet wurden. Okay, sie kämpft die ganze Zeit gegen Alastrasa und Alastras ist nicht besonders davon begeistert. Also ist ihr eigentlich egal. Wir sollten unsere Heroes ein bisschen splitten, damit es nicht mehr so viel Damage macht, wenn die uns rest quasi. Betrays you!
an appalling mockery of life. With vigilance, what are we but slaves to this? What's the plan? Stand together. Okay, yeah, so. Are your preparations complete? Preparation is the better part of its value. Remember those. Feel the suffering you cause. Oui. Head burns! What sorcery is this? Denn Ragusa flieht, okay. Okay, vielleicht kommt sie nochmal wieder während des Kampfes gegen den Lichtkönig? Das wäre mal interessant auf jeden Fall. Weil das nämlich etwas wäre, was wir... Oh, jetzt habe ich Benji-Kühn aktiviert. Haha, ich wollte das hier aktivieren. Natürlich nicht so smart gewesen. Okay, wir haben es geschafft. Alles ist, vernichtet, nur noch der Lichtkönig steht. Und Varian soll man zurück zu Artias kommen, weil er hat jetzt die ganzen Essence of Frost, Blut und Tod. So ein bisschen wie die, steht ja auch da mit den, Eigenschaften des Dings. Der Todesritter. Und die gute Alexstrasza hat gesagt, dass der gute Syndragusa zu ihrem König geflohen ist. Mal sehen, ob es ihr was bringt. Irgendwie glaube ich das nicht. What joy is there in this curse? Hardly worth the effort. Kronakai Christor. Mijaina wird die ganze Zeit geslowt von ihr. Und Varian auch. Shadowmourne. Es ist fertig. Lichts Rache ist nun eine Waffe geschmiedet worden, die mit die Kraft des Lichtkönigs selbst trägt. Schattengramm ist geschmiedet. Nimmt es um... um seine Dings Shadowmourne, Great, eine zweihändige Axt. So, die trägt jetzt Varian. Okay. Und wir haben auch kein Gold mehr. Wir können also fast keine Einheiten beschwören mehr. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal durch das Portal. Ich hoffe, dass wir nicht gleich bei Arthas sind. Ich speichere vorher natürlich nochmal. Wenn wir vorher nämlich also nicht bei Arthas sind und vielleicht noch Gold oder sowas farmen können, dann würde ich mein Geld nicht ausgeben. Okay. Ein zweites Portal. Stormwind honors your service to the forsaken. The moment is upon us. Okay. Dares violate the sanctity of my domain. Be warned. All who trespass here are doomed. Kel'Thuzad. Lichtlord der Verdammten. Herrscher der dunklen Nekropolis, Naxxramas. Anführer des Kults der Verdammten. Erschaffer der Monstrositäten. Ach du Kacke, es werden immer mehr hier. So, Jaina muss ich auf jeden Fall hier zurückziehen. Ach du Kacke, okay. You know the Lich King still offers you a place by his side. Never. Your day will come. The Alliance will see to it. So, ich hole mal meine Krieger dazu. So.
So, Jaina, wo bist du? Schätzelein. Ich muss sie heilen, unbedingt. Zwei muss ich zurückziehen. Alter, Kel'Thuzad. Jaina, ey. Ja. Okay, Jaina muss heilen unbedingt. Okay, jetzt langsam beruhigt sich alles ein bisschen. Eieiei. So. Mit Kel'Thuzads eigenem Schwert reißen wir ihn jetzt in Stücke. Okay, auf einmal steht Alexstrasza da. Okay, gut. Das war's. Kel'Thuzads Wasser war die letzte... Der letzte Weg... vor... Arthas. Okay. Niemand ist gestorben von meinen Einheiten? Doch, der Dingsgolem. Die Zeit ist gekommen. Ihr müsst die... wir müssen uns regroupen und dann angreifen. Ich würde sagen, wir nehmen auch unsere Helden und gehen mal hier zu dem Mondbrunnen, um nochmal das Mana aufzufüllen komplett. Ah nee, das sind Brunnen. Ich wusste gar nicht, dass Alexstrasza mitkommt. Okay, nur der arkane Golem ist gestorben. Den können wir natürlich nicht wiederbeleben. Das ist natürlich total doof, dass wir das dann gemacht haben. Alexstrasza ist dabei, okay. Mal sehen, ob wir jetzt vorm Lichtkönig stehen. Wahrscheinlich, schätze ich mal. Wir füllen uns hier nochmal auf. Von hier ist Mana, von unseren ganzen Helden. Gut, ich glaube nicht, dass noch mehr, Gegner kommen, weil ja auch gesagt wurde, das ist die letzte Linie vorm Lichtkönig. Deswegen werden wir jetzt mal nochmal das ganze Geld ausgeben, was wir haben. Ich habe jetzt noch einen Schamanen geholt. Einfach nur dadurch, weil ich das Bloodlust total gut finde. Was anderes hätten wir uns auch gar nicht leisten können. Vielleicht noch ein Blutelf oder so, aber ich glaube, Bloodlust ist dann das wirklich, was wir brauchen. Ja, ein Archmage hätte uns nicht mal mehr an einen Bogenschützen hätten wir uns leisten können. Eine Triade auch nicht. Nicht mal ein Druide der Kralle. Flugapparat schon gar nicht. Übergreifen auch nicht. Wir hätten uns gar nichts leisten können, außer ihn. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass wir das gemacht haben. Ist gerade Sturm draußen. Schon wieder richtig windig. Vorhin hat es auch geregnet, kurz. Meine beiden Valkyrie Battle Maiden. Die eine schwarzhaarige und die andere weißhaarig, grauhaarig, was auch immer. Und die eine blau und die andere rot. Zusammen werden wir den Lichtkönig zu Fall bringen. Der Lichtkönig ist hinter diesem Portal. Seid ihr bereit, Helden? To face Destiny? Yes, we are. Hindurch!
so. The Light's vaunted justice has finally arrived. Shall I lay down, Frostborn, and throw myself at your mercy? So this is how it ends. Prepare yourselves, heroes. For today, we make our final stand. When my work is complete, you will beg for mercy. And I will deny you. Your anguished cries will be testament to my unrivaled power. There's nothing left of Arthas. Only the Lich King remains. You will not escape me that easily, Arthas. I will have my vengeance. I will not make the same mistake again, Sylvanas. This time, there will be no escape. You failed to serve me in undeath. Now, all that remains for you is Oblivia. Then my destiny shall be fulfilled on this day. Sehr schön. Der Lichtkönig wird fallen. Heute. Und für immer. Die Apokalypse. Eigentlich ist er gemutet. Sonst hätten wir echt das Problem. Finde ich eigentlich ganz gut, dass hier der gute Tyrion Fordringen nicht dabei ist. Oh, jetzt kommen die Walküren. Eigentlich haben wir unsere eigenen Walküren. Okay, die stehen da nur blöd am Gegenraum, am Rand rum. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Der letzte Kampf gegen den Lichtkönig selbst. Und hier hast du auch noch den Varian das Schwert von links hat. Oh no, jetzt kommt Syndragosa. Wir sollten vielleicht auf Syndragosa erstmal stürzen. Ich glaube wirklich, wir sollten uns auf Syndragosa erstmal konzentrieren. Kann nämlich, glaube ich, gefährlich werden. Sogar so ziemlich. Alessandra ist wieder da. Wo ist der Lichtkönig? Auch da mittendrin. Natürlich. Nein! Er wurde wiederbelebt, bevor ich ihn wiederbeleben konnte. Das klang komisch. Ihr wisst, was ich meine. Sollten wir Sylvanas Jaina noch mal ganz kurz in Dämonenform verwandeln, damit Mal'Ganis auch noch seinen Sieg hat gegen den Lichtkönig? Ich bin der Kriegsmann. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Thrall! Eieieiei. Face the might.
Ein Glück ist Alex Haser noch da. How it's supposed to end. I delight in the irony. Schön. Never again will our king. You have come to bring Arthas to justice, to see the Lich King destroyed. First, you must escape Frostmourne's hold. Or be damned as I am, trapped within this cursed blade for all eternity. Aid me in destroying these tortured souls. Together, we will loosen Frostmourne's hold and weaken the Lich King from within. Okay. Interessant. Das ist wie, also wirklich wie in WoW, dass wir jetzt quasi in Arthas Frostmourne drin sind und quasi hier kämpfen müssen gegen die untote Geisel Within. Die vernichteten Seelen, hunderte Tausende, die gegen den Lichtkönig gefallen sind. Mehr als hunderte Tausende. Alle mal ein bisschen sammeln. Trinas Menethil kämpft da unten ganz alleine. Trinas Menethil war eigentlich gar kein Paladin, es war einfach nur ein alter Mann. Ein alter, guter König. Er hatte keine Kraft, er war einfach nur politisch engagiert. Seine Macht war politischer Natur. Obwohl, ich glaube, in einem RPG wurde der tatsächlich als Paladin angekennzeichnet, obwohl er gar kein Paladin war. Und meine Vindicatorin lebt immer noch. Das fand ich so lustig, dass die alle aufgesaugt wurden von Frostmourne, außer Syndragosa und die kleine Vindicatorin, die immer noch lebt hier. Die ist die krasseste. Oh, und das Anduin-Theme. Das ist so geil, ich liebe es. Legion Anduin. Also weiter.
Oh, ich hab Gänsehaut. Echt geil. Master's command, the restless scourge will become an even greater threat to this world. Control must be maintained. There must always be a Lich King. Diese hässliche kleine Maske, Alter. Still alive, trapped, struggling. Oh, Arthas. Perhaps he might someday remember what he once was. By the light, may he at last find rest, free from the icy grip of that terrible blade.
Lich King is dead. And that Bolvar Four Dragon died with him. Now, go. Leave this place and never return. Alter, ich fand ehrlich gesagt, dass das Ende, was jetzt hier kam, eigentlich besser sogar ist als das Ende, was wir in WoW sehen. Ich verstand nie, warum Tyrion Fordwigan auf einmal so einen Hass auf Arthas geschoben hat. Na klar, er hat sein Volk verraten und sowas. Aber ich fand immer, es gab viel, viel mehr wichtige Charaktere, die gegen Arthas hätten kämpfen müssen. Sylvanas, Jaina. Und dann ist Tyrion am Ende da. Natürlich, er hat den Aschenbringer und sowas und hat deswegen nur Arthas töten können. Aber ich finde, dieses Ende jetzt wäre sehr viel besser. Auch dass Arthas die Schatulle gehabt hat, Jainas Kette, Jainas Medaillon, immer um seinen Hals getragen hat. Er hat es immer behalten, solange er tot war. Selbst als er noch tot war, als er der Lichtkönig war, hatte er Jainas Bild nah an seinem Herzen. Das war so schön. Und ich weiß nicht, Jaina hat es nie bekommen, weil irgendwie wir immer das gehabt haben. Irgendwie als Spieler hat man das selbst gehabt und dann kann man ein Portal nach Dalaran öffnen. Ist zwar cool und alles, aber ich weiß nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde dieses Ende hier sehr viel schöner. Irgendwie. Krass. Danke für die Kampagne, auf jeden Fall. Ist es jetzt das letzte? Finale. Dem nächsten Tag, die Horde und Allianz Truppen beginnen damit, Nordend zu verlassen. Auf einer nahen Klippe überdenkt Sylvanas gerade die Zukunft der Verlassenen und sich selbst. Passiert jetzt das, was ich denke, was passiert? So, it is done. I had not dared to trust my senses. Too many times has the Lich King made me to be a fool. Finally, he has been made to pay for the atrocities he imposed upon my people. May Azeroth never fail to remember the horrible price we paid for our weakness, for our pride. But what now, hero? What of those freed from his grasp, but still shackled to their mortal coils? Leave me. I have much to ponder. Epilog. Am Ende der Nacht. Ich dachte, Sylvanas springt jetzt von der Klippe und stirbt und die Valkyrie beleben sie wieder und sieht darin, dass die Valkyrie ihre Zukunft sind. Das ist nämlich cool, weil ich finde auch, dass Sylvanas hat sich umgebracht, weil sie gesehen hat, dass Arthas durch jemand anders gestorben ist als durch sie. Und ich finde, wäre cool gewesen, wenn sie jetzt Arthas mitbesiegt hätte und es geschafft hätte, Arthas zu besiegen und gespürt hat, dass das nicht das ist, was sie will. Sie ist immer noch tot, sie versteht immer noch die Lebenden nicht. Und dann bringt sie sich um. Ich weiß auch nicht. Und dann sieht sie halt, dass die Verlassenen sterben und sowas. Hätte man alles ein bisschen schöner machen können. Deswegen, ich glaube, Outsider X, wir hatten die Map gemacht. Ich glaube, Tomb Raider. Tomb Raider hat hier sehr, sehr gut die Story bewiesen. Sehr, sehr viel Geschick für die Story. Finde ich sehr, sehr schön. Fast schon besser als das, was Blizzard macht. Ich bin mir doch nicht ganz so sicher. Ein Jahr ist vergangen, seitdem der Lichtkönig besiegt wurde. Jainas Worte waren wahr. Und ein Krieg entstand zwischen der Horde und der Allianz. Während Varian die Allianz in diesem Konflikt anführte, wurde Garrosh Hirschrei der neue Kriegshäuptling der Horde, nachdem Thrall zurückgetreten ist, um die Elemente weil sie quasi außer Kontrolle waren, zu erforschen. Garrosh hatte schnell damit begonnen, die Verlassenen zu befehlen, die menschliche Hauptstadt Gilneas anzugreifen, das menschliche Königreich Gilneas anzugreifen, im Süden von Lordaeron. Aber Sylvanas Herz war nicht bei diesem Krieg. Die Verlassenen haben ihren Plan erfüllt und dieser Krieg war nicht ihrer. Sylvanas ist zur Hauptstadt. Ach, okay. Sylvanas kehrte zurück zu dem Platz, wo alles geendet hatte, der gefrorene Thron. Sehr gut. Jetzt kommt's.
9 Walkür. 9 Tode. Gratulation, du hast das Ende der Version 3.0 der Fluch der Verlassenen. Habe ich viel zu erzählen. Krass, danke, Tomb Raider. Total gute Kampagne. Vor allen Dingen, die Story war so gut. Das, sogar die Sachen, die Blizzard gemacht hat, hast du wirklich verbessert durch. Tyrion Fordwigen war nicht dabei, das ist schon sehr gut. Finde ich super. Alles davon war echt super. Total gute Kampagne. Vor allen Dingen der letzte Soundtrack, schön von Mass Effect 3, der einen unglaublich guten Soundtrack hat, rausgerippt und hier reingemacht. Das Ende der Weltmäßige. Dann, dass Sylvanas in den Realm of Eternal Death war. Ich glaube, die Schattenlande heißen die im WoW. Lore. Und dass sie den Tod gesehen hat. Den armen, ängstlichen Arthas Menethil oder Matthias Lena, wie man ihn gut kennt, in den Schattenlanden gesehen hat. Ein verängstigtes kleines Kind, was eine Vielzahl von falschen Entscheidungen getroffen hat und nun dort endlos leidet. Ist das der Grund? Ist Sylvanas Grund, alle Leute zu töten, damit sie diese Schattenlanden nicht betreten müssen? Dass die... War das Arthas Grund, dass sie die Schattenlande nicht betreten mussten? Wollte er deswegen alle töten? Hatte Arthas recht? Wird Sylvanas immer mehr zu Arthas durch Battle for Azeroth, wo sie ja eigentlich auch Gedanken manipuliert wieder, die Leute dazu zwingt, das zu tun, was sie will, und. Auf jeden Fall vielschichtige Charakter. Es ging zu schnell mit Battle for Azeroth. Ich hätte mir gewünscht, dass Sylvanas in Legion schon so ein bisschen drauf und dran gewesen wäre, so ein bisschen ihre Prinzipien über Bord zu werfen, dass es in Battle for Azeroth nicht auf einmal von 0 auf 100 auf einmal war. Hätte ich besser gefunden. Gleichzeitig muss ich sagen, sehr gute Kampagne. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Sylvanas, Schattenlande.
Genau. Und das allererste Mal seit Äonen, das allererste Mal, seitdem sie gestorben ist, spürte sie wieder etwas. Das erste Mal, dass sie wieder was spürte, war in den Schattenlanden. Danach hat sie nie wieder wirklich was gespürt und davor auch nicht. Bedeutet, eigentlich hat Sylvanas Angst vor Emotionen. Weil sie sagt ja, dass das Schreck, das gibt hier schrecklichere Wesen als in der Welt der Lebenden oder auf die Welt der von Azeroth. Das stimmt nicht. Nur weil Sylvanas diese Schrecken nicht spürt, heißt es nicht, dass es sie nicht gibt. Nämlich sie ist einer dieser Schrecken. Das ist nämlich die Sache. Arthas war einer dieser Schrecken. Garrosh war bestimmt für manche Leute auch so ein Schrecken. Deswegen, Sylvanas hat nur das allererste Mal wieder was gespürt und dort davor hat sie Angst. Nicht davor, in diesen Realm of Eternal Death zu kommen, sondern dort in den Schattenlanden etwas zu spüren. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann aber in einer nächsten Kampagne. Vielen, vielen Dank. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Ende haltet und. Ich habe bestimmt 1000 Sachen vergessen. Wir sehen uns in einem nächsten Let's Play. Danke dafür. Bis denn.